bin Jana Kallius, 49 Jahre alt, lebe hier in Neuendorf. Und für mich ist Sittensee der schönste Platz zum Kinder großziehen, leben, arbeiten, lieben, alt werden und überhaupt. Ich hatte im November einen OP-Termin in Bergen im Krankenhaus, habe da gelegen, habe auf meine OP gewartet und mein Freund sollte mich besuchen kommen und kam nicht. Und ich habe gewartet und er kam immer noch nicht. Dann habe ich bei seinen Eltern angerufen, so im Flur mit Nachthemdchen, wie man das so damals gemacht hat im Krankenhaus. Und meine damaligen Schwiegereltern haben gesagt, Thomas, der ist doch im Westen mit Marion. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich im Krankenhaus, gab es ja damals keinen Fernseher, keine Zeitung. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Wende war, dass die Mauer gefallen ist. Und ich war völlig fertig, bis dann die Oberschwester kam oder die Stationsschwester und mich gefragt hat, was mit mir los ist. Und ich gesagt, mein Freund ist abgehauen mit meiner Freundin im Westen. Ja, und dann hat sie mir die Zeitung gebracht und hat gesagt, guck mal, die Mauer ist doch. Ich sag, wie, die Mauer ist weg. Das war erstmal, ich habe das irgendwie alles gar nicht so mitbekommen. Und das war, ja, und nach 2 Tagen kam mein Freund dann, freudestrahlend, mit Lübecker Marzipanpralinen ins Krankenhaus und solchen glänzenden Augen und hat gesagt, du, wir haben ein Segelbootgeschenk gekriegt. Da haben die an der Grenze Lübeck-Schlutup in der langen Schlange gestanden und da gab es Lübecker, die haben die Leute mit Tee und Kaffee und Obst versorgt und Schnittchen. Und irgendwann wurde es Abend und dann wurden sie eingeladen nach Hause. Hatte mein Freund mit meiner Freundin da übernachtet im Garten bei den Lübecker Leuten. Und dann stellte sich heraus, dass sie noch ein altes Segelboot haben, was sie selber nicht mehr segeln können, weil sie schon zu alt haben. Und wir waren Segler und 3 Wochen später hatten wir das Boot hier.